bei Zollzwangs am Sonntagmorgen am 8 Uhr. Ein wunderschöner Tag und natürlich ein riesiger Ansturm. Bei Zoll, wie er lebt und lebt bei so Tagen. Aber dermal ist etwas anderes. Überall Ski-Day, Migros und wenn man reinkommt, werden einem Migros-Produkt angeboten. Ganz auf eine sympathische Art kriegt man hier einen Stängel über und ich habe mich gefragt, was ist denn da los? Ist das der Pizol oder ist da jetzt alles Migros? Gewundert, wie ich mich gefragt habe. Ist der auch Migros da? Oder? Du bist nicht Migros, hä? Mal, mal. Was bist denn du? Oberster Migros? Ja, nicht schaffen, fahren. Ja, aber bist du verantwortlich im Migros? Nein, leitet die Position. Nichts so mit dem Migros. Nichts, nur gut. Einkaufen. Aha, gut, okay. Aber der ist Migros. Nein, das ist viel zu viel. Nein, du bist Migros, gell? Ja, ich bin Migros. Du, warum gibt es keinen Cumulus da unten? Das weiss ich jetzt auch noch nicht. Alle fragen nach Cumulus. Aber der Chef war zu dieser Zeit noch nicht da. Ich habe in der Kasse gelöselt und habe festgestellt, das Eigentliche ist hier unten abgegangen. Da habe ich mitgehört. Und da wäre noch ein Kindgutschein für Spiele zusätzlich und dass es ein Video gibt von denen, die ihr anschauen könnt. Ja. Und vier, ja. Zwei Erwachsene. Fünf. Wenn sie es so mitnehmen oder wenn sie die Tasche? Genau. Du lebst auf, gell? Du bist ein Migros-Kind, hast du gesagt? Ja, ich bin ein Migros-Kind. Kein Pizol-Kind? Wie? Kein Pizol-Kind? Wollt ihr bauen? Aha, okay. Beides. Aber die wollen wir überall gar nicht, die Gutschein. Wir haben letztes Mal schon Flaschen mit Heiko. Du möchtest lieber Cumulus, gell? Ja, das ist auch nicht schlecht. Viel besser, du kannst mehr nehmen. Aussuchen, was du willst. Genau. Du, sie sind völlig verzweifelt unten. Sie suchen alle nach Cumulus. Wer ist schon zweifelt? Ja, da unten die Leute die fragen alle nach Cumulus. Wieso gibt es keinen Cumulus? Weißt du auch nicht, hä? Das habe ich langsam begriffen. Migros ist ein M besser, mehr als einfach nur Cumulus. Und Pizol ist ein P besser. Beide zusammen natürlich ein super Event. Und dann ist mir aufgefallen, es hat ganz viel Werbung gehabt, dermal. Also Famigro, Ski Day, Swiss Ski. Ich war einfach gespannt. Der Kasse hat zugelassen, anscheinend günstige Tageskarten, vor allem für Familien. Und organisiert gab den Skiclub Pizol. Didi Breu hat mir erklärt, um was es da darum geht bei dem Famigro. Famigro ist ein Event für Familien, Sponsoren von der Migros, Swiss Ski. Ja. Hat das wenig mit dem Pizol an und für sich zu tun? Pizol tut uns unterstützen mit den Tageskarten, günstige Tageskarten, tut uns Pisten präparieren und hilft uns, was sie rausnehmen können. Was ist denn ihr? Sind ihr alles Migros-Kind? Nein, wir sind der Skiclub Pizol mit Helfern, mit Bekannten, mit Kollegen. Das tut der Skiclub Pizol organisieren. Und ein Haufen Anmeldungen, gell? Ein Haufen Anmeldungen. Es sind 250 Familien heute, das heisst, es ist ausverkauft. Da starten über 1000 Personen heute. Muss immer die Familie starten? Da muss eine ganze Familie miteinander starten. Das heisst, sie können ab 2 Personen bis 7 Personen sind heute am Start. Die starten miteinander. Mal voraus? Nicht unbedingt. Weiss wenn. Je nachdem, wie die Rangordnung in der Familie ist. Das Kind ist stellst schon Bülp vorne, machen wir mal endlich. Genau, genau. Und der Schuss zählt, wenn die letzte Familienperson übers Ziel ist? Genau. Die erste löst sie aus, die letzte stoppt sie wieder. Und, habt ihr alles im Griff so? Alles im Griff, voll im Griff. Gestern hat es super geklappt mit 230 Familien. Super, he? Also das macht Freude. Jetzt sind wir mal unten noch. Es hat so hinten eine, die gesagt hat, jetzt ist gerade weg. Aber ein Haufen Helferinnen, wir sehen es, es wird die Startnummer abgeholt, gell? Also eine gewisse Identifikation mit Migros ist gleich da, gell? Migros ist hier oben, ja. Hier oben haben wir noch ein Village mit verschiedenen Ständen, wo man Sachen machen kann. Und dort ist ein grosses Migros-Zelt vertreten. Gestern Abend sind wir zum Sonntag Helferessen vom Migros-Zelt. Gestern haben wir Helferessen gehabt. Von dem Skianlass waren wir etwa 83 Personen gewesen. Aber immer vom Migros-Zelt? Also nein, das ist von uns gezahlt. Das ist gesponsert vom Skiclub. Herr, dann sind das ihr ja wandelnde Reklame für den Migros, hä? Das ist ja so. Und sie auch für uns. Aber du schaffst mit Käppeli, oder? Genau. Das macht nichts aus, gell? Nein. Was ist denn deine Post jetzt da heute? Also Mittagsverpflegung und nachher Geschenke verteilen im Tal. Hoi, was für Geschenke sind da? Von den Sponsoren gibt es dann irgendein Geschenke. Aber ich habe es jetzt noch gar nicht genau. Zum Beispiel so etwas hat es mal gegeben. Hoi, jetzt aber was es heuer ist, weiss ich jetzt noch nicht. Famigro, wo ist die Familie? Die ist alle ganz allein daheim. Ich kann schlafen, aber ich habe auch kein Kind, weißt du. Dann geht das gut, dass man kann bleiben. Schönen Tag wünsche ich. Tschüss. Machen ihr das Familie mit hier? Ja. Und? Wer ist dabei? Vater, Mutter, Kinder? Ah, Mutter und Kinder und Freunde. Oi. Und der beste Fahrer ist wer?
Ah, die Mädchen. Ach so, okay. Die Mädchen ist. Es scheint sich zu lohnen. Wenn man da angestanden ist, hat man jede Menge von Gucci, Vergünstigungen und eben auch sehr flotte Worte bekommen. Viel Spass. Das Wetter ist ja super. Ja. Machen wir jetzt als Familie mit? Ja. Und wer ist der schnellste? Mama? Nein, ich glaube eher der Papa. Oh. Am Schluss kommt es auf einem schnellsten Ziel. Ist, ja, das ist so. Ist auch ein bisschen nervös? Nein, gar nicht. Wir wollen es ein bisschen geniessen. Gut. Und so meinst du, wer ist der schnellste? Vater, Mutter oder ihr? Der Papi. Der Papi? Ja. Ja, aber ist noch nichts, denn der Papi, der letzte Ziel zählt ja dann, oder? Ja. Und nein. Hat er Kind schon trainiert? Ja, ein bisschen. Mal schauen, wie es geht. Schon ein bisschen nervös? Nein, bis jetzt noch nicht. Warum nicht? Das kommt dann erst vor dem Start. Aha. Jetzt habe ich noch keine Zeit, um nervös zu sein. Und der Papa fährt wieder falsch? Ja, mal schauen. Das sehen wir dann, wenn wir ankommen. Bis man doch nochmal alles sortiert hat. He? Ja, genau. Aber geht das wieder typisch? Mama muss es holen. Das ist immer so. Für das ist Mama dabei. Genau. Sie spricht Mama ja gar nicht. Gibt es das auch Kumulus hier? Ja, du hast Scheinkarte, kein Kumulus, gell? Ja, da wäre eine gute Ahnung. Da gibt es sicher einen Kumulus. Frag mal. Gibt es keinen Kumulus? Nein, es gibt keinen Kumulus. Warum nicht? Kumulus! Weißt du, da für einen Kopfschmuck ist wie ein Geweih? Ja, ins gestern verteilt. Aha. Und jetzt machst du mit beim Famigro? Ja, nein, ich bin schon Helfer. Ja, du bist Helfer. Ja. Du bist der erste Vater, der mal ein Zeug holen. Nein, der kommt jetzt gerade hinter mir. Ah, gut. aber ihr gehört gar nicht zusammen. Könnt ihr schon Strategien abmachen? Genau, ja. Wir besprechen hier bei der Familie, wie wir das machen und so. Weil ich bin erst mal dabei. Oh! Genau. Hat aber Mut, gell? Ja, schon. Also erst mal dabei, meine ich, bei Ski-Day. Ah, so. Aber fahren kann ich schon. Ah, mittelmäßig. So ist es. Der Erste und nicht der Letzte, oder? Ja, aber, du, genau. aber die Kinder sagen, du siehst der Erste. Du siehst der Schnellste. Also die Verantwortung liegt jetzt auf dir? Ja, auf jeden Fall, ja. Immer. Hey, hallo, du bist der erste Vater, der tickt, toll. Ja, super. Unglaublich. Wie viele Kinder hast du dabei? 7. Oh! Und du bist aber der Schnellste, oder? Ja, aber sind noch lange nicht alle da. Nein. Also meinst du, hast du eine Chance zu gewinnen? 13 sind noch in der Nähe. Aha. Morgen. Wir sind ja drauf gekommen, um mitmachen. Wir sind schon vor 1 und 2 Jahren hier dabei gewesen. Ja. Und es macht immer auch Spass mit der ganzen Familie. Wer fährt da mal zuerst ein? Bis jetzt hat es immer gesagt, geheißen der Vater. Nein, Mutter. Ja, gell? Ja. Und was ist es, wenn die Kinder mal ein bisschen stürmen und Mama auf die Schnorre fällt? Ja, dann fällt sie halt. Kein Problem, hört dazu, nein. Man im Sportler von weit her sind die Leute gekommen. Auf jeden Fall der Pizol war ein Magnet bei diesem Event. Es ist nicht nur gerade um ein Migro gegangen, sondern wirklich der Berg Pizol hat fasziniert. Und dann ist es ins Verteilen von diesen Kleberchen gegangen. Mich jetzt interessiert. Ist das in der Reihe voll von der Einfahrt, die du hier verteilst? Ja, genau. So? So ist das, genau. Also du bist die Erste, oder? Ich bin amigs die Letzte. Ich mache amigs Schlusslicht bei der Abfahrt. Ah. Genau. Voraus geht amigs da unser Papa, gell? Und dann schnelle Jungs. Und wenn der Papa auf die Schnorre geht, was machst du denn? Dann helfen wir ihm schnell aufstehen und überholen ihn nachher, genau. Bist du nervös? Mhm. Wer gewinnt dich bei euch, was meinst du? Ich weiß es nicht. Papa oder Mama? Was schätzt du? Papa. Bist du motiviert? Sicher? Ja, ist super. Du, dann gibt er noch Bestätigung von anderen Müttern, hä? Ja. Da geht es mehr ums Mitmachen, glaube ich, gell? Auf jeden Fall, ja. Nichts, gell? Meinst du, der Papa gewinnt, oder? Ich. Du gewinnst, gell? Grüezi wohl, hallo. Du, auf dir beruhen alle Hoffnungen. Hat immer geheißen, der Papa fährt zuerst ins Ziel. Ah ja, ich muss vorausfahren, ja. Aber nur wenn ich zuerst stoppe, gell? Nein, ich muss zuerst vorausfahren, darum habe ich zwei. Ah so, okay. An was liegt es, dass immer die Frauen Billig holen gehen?
Wir haben den Mann gerne mit, wenn er muss arbeiten. Und bei euch ja, die Frau geht es holen. Mann auch nicht dabei. Mal, der ist dabei, aber der ist noch hinten an. Dreimal. Du, Papa, es hat er aber sehr unrecht. Du hast einen Haufen zu tun, gell? Ja, ist immer lässig eine Vorbereitung von einem Skitag. Hoi, hoi, hoi. Was gibt es zu tun? Skischuhe anlegen und so weiter. Ja, aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Vor allem heute mit dem Skirennen. Da freuen wir uns drauf. Und du bist natürlich der Erste. Du bist der, der am schönsten ist, oder? Das bin ich sicher nicht. Nicht? Wer ist aber am meisten Spass habe ich für dich. Wer ist bei euch der Schnellste? Der Junior. Ist der Familie? Der Junior? Der Lionel. Hoi, hoi, hoi. Okay, super. Aber das ist wahrscheinlich etwas Kleines. Ja. Hallo? Man sieht jetzt aber sehr professionell ja, aus bei euch, extrem. Gell? Extrem. Ja. Extrem. Haut euch fast um. Also ich habe noch zweimal dick. Aber ihr fahrt das Ausrennen? Du siehst so rennmäßig aus. Ja, klar. Wir kommen jetzt hier zum Gewinnen. Oh, halt schon. Was allein, könnt ihr zum Gewinnen? Wir nehmen den Trostpreis. Wir nehmen den Trostpreis. Was? Den Trostpreis? Den Trostpreis nehmen wir, ja. Aha. Und? Freust du dich auf die Skirennen? Ja. Keine Angst? Nein. Wo machst du es heute mal mit Umkeit? Weiterfahren. Hast du gehört? Kein Mensch warten, gell? Ja, ja. Typisch. Du, alle haben voll zu tun, gell? Logistische Meisterleistung. Sehr, sehr viel zu tun, ja. Aber es macht Spass. Aber wenn jetzt jemand kommt, warum wissen wir gerade, wo die Karten sind? Weil ich hier meine Liste habe und dann kann ich das abhören. Ah, du hast da noch immer, ja. Oh, ja. Ja. Oh Emily, da habe ich gesehen, das sind ja über 200, gell? Genau. Und 200, wie viel hat sie gesagt? 40, glaube ich. Schlaflose Nacht gehabt von gestern auf heute. Ja. Wie? Entschuldigung. Schlaflose Nacht gehabt von gestern auf heute. Überhaupt nicht, nein. In dem Fall beim Helferessen nicht zu viel Alkohol konsumiert? Nein, ja? Gar nicht. Gut. Nein. Seriös und speditiv das Helferinnen- und Helferteam vom Skiclub Bizol. Dann ist es langsam losgegangen. Bis um 4.09 haben wir die Startnummer abholen. Hier oben natürlich einen riesigen Auflauf. Aber Bizol hat wie immer das alles super im Griff gehabt. Die einen sind zu Fuß raufgekommen, die anderen mit dem Lift. Bizol lässt ja ganz viele Möglichkeiten mit einer super organisierten Infrastruktur. Freundlichkeit nach wie vor vom Migro, aber Freundlichkeit in allem Umtrieb drin, eben auch von diesen vielen Leuten. Wirklich extrem freundlich. Jedes Mal habe ich gehört, der Papa gewinnt. Wer gewinnt bei euch? Wie? Wer gewinnt bei euch? Immer gehört der Papa gewinnt. Nein, die Kleinste gewinnt. Die Kleinste gewinnt? Die Kleinste gewinnt. Super! Nebst der Familie und den vielen Helferinnen und Helfer sind aber sicher auch bei Zollbahnen Gewinner gewesen. Sie haben den riesen Auflauf einfach richtiggehend weggeputzt mit einer super Dienstleistung, mit einer Logistik in bester Art und Weise. Und dann sind wir oben gewesen. Das ist jetzt das Ziel von dem Rennen vom Vreni-Schneider-Renn. Der Strecke, der sagt man so, das ist die erste Gruppe, die runtergefahren ist. Und ihr seht, da geht schon ein bisschen abeinander, so ein paar Meter. Und wenn man nicht alles drückt, ist da der Vater, der letzte, der übergeschaut hat, das alles richtig läuft. Und wie ist es gelaufen? So gut. Bist du der Erste, glaub ich, gell? Hast du den Bruder überholt? Ja. Das, ja, nein. Wohl. Nicht. Hast du nicht nachgemacht? Oder bist du nachgewachsen? Ich bin nicht so schnell, weißt du? Ach so, okay. Ja, und Mama? Wo ist Mama? Da, ich kann alles geben, dass ich nachmache. Eben, gell? Ja, ja. Aber die Kinder sind verraten, gell? Ja, ja, ich habe gewusst, sonst würdest du hinten nicht mehr stossen. Ja, und dann ist eine Familie nach der anderen abgekommen von diesen Migros-Familien. Famigro hat es geheißen, der Ski-Day. Und ihr seht, zum Teil sind die Familien ein bisschen weiter auseinander. Hier jetzt der Vater geht mit einem Sohn voraus und dann hinten eine Kleine und die Mutter hinten dran. Ja, ganz unterschiedlich. Die einen sind näher zusammen, die anderen ein bisschen weiter auseinander, aber das spielt ja keine Rolle. Die Familienzeit ist die, wenn eben die letzte Person hier durchs Ziel durchgegangen ist. Mitmachen kommt vor dem Sieg. Du tapfer, gell, die Kleine, hä? Der beste Sohn der Welt. Der schnellste und der beste. Ja, super. He? Und wie viel Mal ist er gestürzt? Oben null, runter? Null. Null? Nein, gelernt ist gelernt. Wer kennt, der kann. Wie ist es gegangen? Ist es gut gegangen? Ja. Super bist du gefahren. Echt super. Hast du die Mama fast abgehängt? Ja. Gell? Du, das ist jetzt ganz speziell, gell? Der Älteste tut es neben. He? Kind und eher Skifahren. Was heisst da der Älteste? Ja, von dieser Familie. Ja, so ist es. Ich kann nicht mehr anders. Also? Verlernt. Ja, aber du bist super gefahren, gell? Also, ja. Also, die Kinder haben nicht das Nöben in dem Fall. He? Das kommt noch wahrscheinlich. Ach so, okay. Oder vielleicht auch nicht am Spitzenkarol. Applaus ist ja wichtig. Eine Familie, der andere ist runtergekommen. Und die Skiklüppel haben sich wirklich nicht lumpen lassen, haben präpariert, wo es gegangen ist. Und wie ist es gelaufen? Super. Und wer ist es zuerst angekommen? Zuerst ist Aline angekommen, die älteste Tochter. Aber sehr homogen sind sie gekommen, gell, Familie? Ja, 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 ja. Also, alle miteinander, gell? Der Kleine hat noch einen Schubverbrauch vom Wappen. Aber hat es tiptop gemacht, ohne Stutz. Gut.
Und du, Alin? Ja. Bist du zufrieden, gell? Ja. Bist du die Erste? Ja, ich will die Erste. Ich will alle will die Erste sein, aber ich hätte nicht die Erste sein. Super, gell? Wie ist es gegangen? Und der Sieg, ich wollte gewinnen. Beste Verhältnis bei dem Famigro. Ja, und dann eben natürlich einen Anschub geben. Also, apropos Ehrgeiz. Hey, der erste Zettel ist rausgeholt, gell? Im Schluss hast du mir einen Schub gegeben. Ja. Ein bisschen geholfen. Ja, das macht sicher aus. Ist gut gelaufen? Gell, im Schluss hat sie noch geschupft, Mama. Und dir ist auch gut gelaufen? Ja. Super. Ja? Papa voraus, gell? Jawohl. Aber sie sind super gefahren. Schön mit der Anzünder gewesen, gell? Ja, ist lustig gewesen. Und dann kannst du das Köpfchen so. Da zücht sich, gell? Ja. Das Kind zwischen den Beinen, ja? Das ist streng, ja. Aber wir haben es, glaube ich, gut gemacht. Ja, super natürlich, gell? Ja. Vor allem miteinander. Also, im Moment, also die Kleine war schon ein bisschen vorher gewesen. Wie? Die Kleine war schon ein bisschen voraus gewesen. Ja, ja, die ist schneller gewesen, genau. Du, bei euch jetzt gestorben, verrückt, hast du nachmögen? Mhm. Ja, wer war am schnellsten gewesen? Der Papa. Papa, okay. Ja, wir haben einen guten Lauf gekommen. Wir sind sicher in den ersten 50. Ah, ja, ja, machst du da mal eine Analyse von den ja, Kindern? Ja, ja. Die Analyse für den Hobbit, für den Sportpanorama. Ah, so? Ja, ja, okay, genau. Gut. Hey, was geht denn da ab? Wir machen hier den Hockey-Test. Hoho. Und zwar schauen wir, ob die Leute eineinhalb Minuten lang so in der Hockey bleiben können. Und Gottes Willen einmal. Und wenn sie es nicht können? Und wenn sie nicht können, dann empfehlen wir ihnen den Fitnesstest von der Suva zu machen und sich dort ein bisschen zu trainieren, damit sie auch bereit sind für die Skisaison. Und genau. Bei diesem Test ist natürlich dann der Feuz und die Lehre gut vor Ort. Ja, mit ihrer Zeit sind sie vor Ort, aber sonst sind nur wir zwei da, wo sie da so ein bisschen anspornen bei diesem Test, genau. Sie können das Rennvideo und die besten Fotos nach dem Event unter famigro.ch Skiday anschauen. Und hier sehen Sie die nächste Familie kommen. Eine ganz schnelle, das ist Familie Rohner aus Tal. Hopp, hopp, hopp. Und noch jetzt Stadt unter Tent und in Toki. Jawohl, super. Und auch die letzte. Mitglied von der Familie Rohner ist eingetroffen. Du, Herren, könnt ihr Leute von überall her, gell? Ja, die kommen von der ganzen Schweiz. Wir haben vom Appenzellischen, vom Aargau, von Zürich, vom Thurgi, also wirklich überall. Vom ja, und Einheimische auch? Einheimische haben wir auch hier, weniger in den letzten Jahren, aber es hat auch Einheimische von der Umgebung. Gut, jetzt muss ich wieder speakern, gell? Ja, jetzt muss ich dann wieder, ja. Hast du voll im Griff? Ja, danke. Stress ja. Pur? Nein, ich, es geht. Du bist vom Skiclub, gell? Ich bin vom Skiclub, ja. Und machen genau. Das alles für den Migro? Oder und für den Pizol? Oder für den Skiclub? Wir machen das für alle eigentlich. Dass die Leute Spass haben, für den Breitensport auch. Und ja, Hauptsache ist, sie haben Spass an dem Tag. Was machen ihr da? Mit den Swiss Ski vertreten und schauen, ob alle unsere Top Cracks kennen. Genau. Ja, und ihr selber sind auch Top Cracks, oder? Ja, ja, neben der Piste schon, ja. Gell, also. Und ihr habt auch mitfahren, habt aber nicht können, weil ihr ja, einfach zu gut sind. Ja, wir sind noch am Üben für den Famigro Ski Day. Jetzt wissen wir es also. Ein besser, das ist der Migro. Ein B besser, das ist der Pizol. Ein S besser, das ist Swiss Ski oder von mir aus auch der Ski Club Pizol. Und das hier, ein F besser, das ist eben ein Fötterchen machen. Aber was ist denn das hinten an? Der Hintergrund, ist das der Pizol? Du wüsstest ihr, was auf dem Bild da hinten drauf ist? Hintergrund. Ist das der Pizol oder wo könnte das sein? Oh, schwierig, hä? Ja. Wir nehmen es mal an. Ja, wir nehmen es an, genau. Also du machst schon ein Bild, das kommt direkt aufs Handy? Ich mache das Bild nicht. Der Apparator macht das Bild und dann schicken wir es direkt aufs Handy von den Leuten. Ah, so geht das. Also weißt du, was der Hintergrund ist, weißt du nicht, aber du weißt, wo du bist. Pizol. Super! Gut, super! Ja, du bist schneller, gell, wenn du das hertust. Gell? Ja! Ja, hat man vor dem Rennen sollen drauf tun, aber ja. Wir sind so schnell gewesen. Das Rennen ist aber gut gelaufen, oder? Wunderbar! Super! Edith, wie läuft's? Es läuft super! Bestens!
Warum macht Migros das? Also so, von Migros ist die Familiengruppe von der Migros und sie haben im Konzept, dass es nicht einfach nur Rabatt gibt für die Familie, sondern dass es auch Events gibt, wo die Familie hin können. Also vor allem natürlich die Familien, die bei Famigro Mitglied sind. Und wir haben durch den Grand Prix Migros, ein anderes Projekt, das wir machen, haben wir so einen guten Kontakt zu Swisschi. Und dann irgendwie hat sich das so entwickelt. Wir haben miteinander geredet und über die Events geredet und gesagt, oh, du, das wäre doch irgendetwas, würde perfekt passen. Und ja, wir haben intern unsere Leute überzeugt, dass das eine gute Geschichte ist, dass es auch lässig ist, im Winter mal ein Event zu haben, weil es meistens ist es im Sommer. Und ja, so ist das entstanden und dann haben wir mal angefangen und haben gemerkt, dass es ein Bedürfnis ist, dass sich immer mehr Leute anmelden, die mehr Familien dabei sind. Und ja, so ist das gewachsen und wir haben mega den Plausch, dass es so gut läuft, dass eben so viele Familien kommen, dass wir so viele Familien eigentlich glücklich machen können oder wenigstens einen glücklichen Sonntag bescheren. Und ja, so ist das entstanden und darum machen wir das. Also aktiv Werbung Bauern natürlich, oder? Im Grunde genommen, wo wir einen ganz verschiedenen Ort in der Schweiz machen. Ja, natürlich, es ist irgendwo auch Werbung. Also Werbung von dem her, wir wollen ein gutes Bild vom Familienclub abgeben, von der Migros selber. Und das Lässige dabei ist, dass das eben nicht nur ein Ort ist, sondern jetzt mittlerweile 18 verschiedene Sonntag stattfindet oder Samstag teilweise auch. Und ja, so haben wir eigentlich dann für die ganze Schweiz etwas. Also egal wo ich wohne, ich komme in einer relativ kurzen Zeit irgendwann von Migros Idee an. Es hat sich Haufen da. Ein Haufen gefragt nach Cumulus Bau. Den gibt es nicht, gell? Wir haben viele gekauft. Ja, Cumulus gibt es bei mir auch bei der Migros. Dort tun wir posten und da tun wir eigentlich dann so geniessen von dem her. Aber da gibt es keinen Cumulus Bau mehr oder keinen Cumulus Punkt. Aber kumulieren heisst ja auch irgendwie zusammenkommen und verstärken. Und ich glaube, das ist hier ja geraten. Also Swiss Ski, Migros, Pizol, der Skiclub Pizol. Also wenn das nicht Cumulus pur ist, auch ohne dass es Punkte gibt. Und dann ist sie gerne noch zur ganzen Guggenmusik eingetroffen und hier in die Village eingezogen. Quasi als Village-Musik. Hat heute auch zu Mittag gegeben. Ich habe sie gefilmt, wo sie gerade angekommen sind bei der Station. Alperose, das war nicht der Ski-Day am Pizol. Keine Angst, wenn ihr es verpasst habt. Das nächste Jahr gibt es mit Sicherheit wieder ein oder zwei Ski-Day am Pizol.